Hallo YouTube. Wir sind da in einem neuen Stream. XCOM 2. Gerade schon vor dem Stream ein schmunzelnswertes Thema gehabt, das der baden-württembergische Verbraucherminister gefordert hat, dass man doch bitte, wenn man aus Deutschland im Internet unterwegs ist, ausschließlich die deutsche Sprache verwenden solle. Wir haben da schon fleißig drüber diskutiert. Denkt mal 2 Sekunden drüber nach, dann merkt ihr selber, was das für ein Bullshit ist. So, wir haben eine Guerilla-Mission vor der Brust. Wir hatten uns auch dafür entschieden, diese Geschichte mit... Was wollten wir machen? Ich habe schon wieder vergessen. Wollten wir den Ingenieur machen? Hier war der Wissenschaftler, den wir nicht brauchen, aber das düstere Ereignis, was behindert wird, ist ziemlich cool. Es ist ja kein behindertes Ereignis. Kann eine Sache behindert sein? Nein, ich glaube nicht. Hier hätten wir noch einen Ingenieur, den wir zwingend eigentlich auch... Naja, also, was heißt zwingend? Nein, wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn wirklich nicht, weil wir könnten hier noch einen reinsetzen und hätten noch mehr Energie. Aber wir kommen ja mit der Energie jetzt schon... Es reicht ja schon. Deswegen ist die Frage, ob es... Genau, ich glaube, ich hatte gesagt... Vor allem der Verbraucherminister, was hat der damit zu tun? Naja, man konsumiert ja im Internet schon in gewisser Weise, auch wenn man digital konsumiert. Aber man konsumiert ja etwas. Also hat der Verbraucherminister da indirekt oder auch direkt schon was mit zu tun. So, wisst ihr noch, was ich gesagt hatte am Ende des letzten Streams? Ich weiß nämlich nicht mehr. Ich glaube aber, wir haben gesagt, komm, wir nehmen den Wissenschaftler einfach mit, behindern aber lieber das düstere Ereignis, dass alle Informationskosten plötzlich, oder dass alles, was Informationen kostet, plötzlich doppelt so viel kostet. Gerade mit dem Blick auf die Geschichte, dass wir da noch viele Relais bauen wollen, einige Kontakte herstellen müssen und das muss ja nicht doppelt so viel kosten. Insofern, glaube ich, hatten wir gesagt, Neu-Mexiko. Setze Kurs auf Mexiko. Wie gesagt, der Ingenieur ist absolut nicht zwingend erforderlich. Und insofern, ja. So, kleinen Moment. Ihr habt mal kurze Soundaussetzer, weil ich gerade immer mal wieder raus habe, um noch ein bisschen was hier rumzuklicken, was mir nicht so gefällt. So, pass auf. Achso, wir haben ja... Mensch, es ist soweit. Es ist soweit. Alle sind... alle, die bis jetzt immer und oder oft dabei waren, sind im Colonel-Rang. Wir haben jetzt angefangen, den General nachzuziehen und Nummer 5 nachzuziehen. Das heißt, das wird jetzt in den nächsten Missionen, werden das die beiden sein, die wir mitnehmen. Und dann werden wir, glaube ich, nach und nach auch mal die vier... Die Armen, die ein Leben im Abseits führen müssen, die werden wir auch mal wieder mitnehmen. Dann könnt ihr die auch in eure Stories mal einbinden. Das wird bestimmt auch interessant. Habt ihr ja teilweise schon gemacht. Wir hatten ja, ich glaube, Naxi war auf jeden Fall schon dabei, als wir das erste Mal die Avenger verteidigen mussten, als er einfach plötzlich rausgeschickt wurde. Das weiß ich noch. So, das heißt, wir nehmen den General mit. Wir nehmen Nummer 5 mit. Wir nehmen... Elessia mal wieder mit. Ich bin echt am Überlegen mit Bane, aber ich glaube, ich werde Bane auf dem Revolverheld lassen und werde dann lieber Lynn oder Naxi noch als... Ich glaube, Lynn haben wir auch schon angefangen, als Range-Sniper auszubilden. Weil... Der Revolverheld ist irgendwie ganz cool, aber ich weiß nicht so recht. Hatten wir letztes Mal Cherry oder Loha mit in der letzten Mission? Ich weiß gar nicht. Ich glaube Cherry. Pack mal Loha ein.
Ich würde jetzt gerne nochmal, was haben wir denn für Gegner? Ich klicke mal kurz auf Bane. Andromedon, Illuminion, schwerer Max, Sektopod. Ja, wir nehmen mal Bane mit. Vielleicht kommen wir mal dazu, gegen so einen Sektopod mit dem Mehrfachschuss vorzugehen. Ey, der Roboter wird dir nur vorgezogen, weil ich den noch nicht kenne, weil ich seine Fähigkeiten noch nicht kenne beim Scharfschützen. Weiß ich genau, was ich kriege. Das weiß ich beim Spark nicht. Insofern ist der natürlich für mich in dem Moment wesentlich interessanter. Das ist ja auch nur ganz normal. Da Guillotina gerade noch umleer. Ja, wir können eine Shadow mitnehmen. Das geht ja gar nicht anders. Die Waffen gebe ich nicht frei. Muss ich Rüstungen eigentlich zwingend gerade freigeben? Ich glaube, ne? Ich mach das mal. Rüstung. Ich wollte keinen Gegenstand herstellen. Ich wollte Ausrüstungsgegenstände freigeben. So. Bane. Ich bin ja fast für die Icarus-Rüstung. Mit Helm? Wollen wir Bane mal? Wir lassen mal mit Helm. Bane lassen wir mal mit Helm, weil Bane hat eh nur Glatze und keine individuelle Kopfbedeckung wie Legilas. Energieschattenhüter ist okay. Ah, Moment. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Wo sind sie denn, die Bluescreen-Geschosse? Und bei Bane macht es ja tatsächlich auch mal mehr Sinn, vielleicht eine Bombe mitzunehmen. Oder das Höllengewebe. Oder trotzdem einen Gefechtsscanner. Oder wir geben ihm das Imitationsgerät. Das könnte man über alles nachdenken. Ich weiß nicht, Höllengewebe habe ich jetzt nur mal ein paar gebaut. Für den Fall, keine Ahnung, gibt halt lediglich... plus 2 Gesundheit und im Nahkampf allerdings 100% Brandchance. Ist aber auch nur relevant, weiß nicht, bei Chrysaliden, bei Andromedons. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht so viel. Und vielleicht Schwertkämpfer, also Lanzenträger. Sind das Lanzenträger? Ich weiß nicht, auf jeden Fall Edwin-Schwertträger, wie auch immer sie heißen. Ich hätte auch den Gefechtsscanner schon so oft einsetzen können, ne? Als ich mich dumm und dämlich gesucht habe. Fällt mir jetzt im Moment gerade mal so auf. Legilas, ich möchte aber Waffenverbesserungen mal gucken. Haben wir da nicht irgendwie was Überragendes gekauft? Hier, überragendes Zielfernrohr. Du hast doch aktuell nur normales. Hör auf. Überragendes Zielfernrohr. Hä? Ja, Automatiklader ist wahrscheinlich nicht schlecht. Wobei ich fast einen Schaft. Also da wir viel mit der Pistole unterwegs sind, mit Bane, weiß ich echt nicht, ob ein Automatiklader Sinn macht und eine Magazinerweiterung, weil Pistole ist sowieso egal. Müssen wir nicht nachladen, müssen wir, keine Ahnung, haben wir unbegrenzt Schuss im Endeffekt. Insofern ist glaube ich, ein Schaft gar keine dumme Idee. Ich glaube, der ist sinnvoller als der Automatiklader. Ich bin echt auch am Überlegen gewesen, die Waffen so zu benennen, wie die Soldaten heißen. Einfach, dass ich, falls ich mal wieder die Waffen freigebe, weiß, wer welche hatte oder wer welche bekommt. Das ist immer noch ein Bug, wo ich immer noch nicht weiß, wo er herkommt, wo es mir auch scheißegal ist, wo er herkommt.
Elessia, da gibt es jetzt auch erstmal wieder ein bisschen was, hallo, zu tun. Ausrüstung. Rage-Rüstung. Nixtar-Fusionsklinge. Heidewitzka, da müssen wir ja wieder, pass mal auf. So, wo ist denn... Wo ist denn der gute Luftschuss? Hallo? Da. So, die Äxte zu Elessia, die Schreddersturmkanone zu Elessia und die Krallengeschosse. So, Elessia, check. Die richtige Waffe hat sie ja, ne? Überragendes Laservisier, überragende Magazin, aber jawollo. Jawollo, Apollo. Hier hatten wir ja Drachengeschosse und Imitationsgerät. Zur Sicherheit. Bei Shadow ist alles gut, wir können aber mal... Kann ich Guillotina schon... Ja, wobei, wenn ich die Ausrüstungsgegenstände irgendwann eh wieder freigebe, ist das eh hinfällig. So, hier haben wir den Blasterwerfer, hier haben wir den Plasma-Blaster, wo sich übrigens herausgestellt hat, dass kombiniert mit dem Regenmacher der Plasma-Blaster auf dem Spark ziemlich cool ist, weil er statt einem Feld Breite drei Felder Breite hat, was ziemlich cool ist. Ja, das ist meine Waffe, die ist grün. Stimmt. Wo du recht hast, hast du recht. Was ist denn hier los? Ach, wir haben ja noch PKS. Überragende Beweglichkeit plus 27 Ausweichen. Wem könnte man das denn mal geben? Hat irgendwer schon Ausweichen? Würde ja Sinn machen, wenn irgendwer schon gut ausweichen kann, dass wir das noch verstärken. Ja gut, du hast es, weil du die PKS eh schon hast. Legolas ist doch in Deutschland, für ihn gilt die Regel nicht. Na, da habe ich ja ein Thema angerissen im Chat. Das zieht sich jetzt durch den ganzen Stream. Finde ich gut. Oh, Souvlaki. Oh, und Bifteki. Griechisches Essen ist so lecker. Jedes Mal, wenn ich beim Griechen bin, ungelogen, jedes Mal überfresse ich mich so dermaßen, dass ich stundenlang Magenkrämpfe habe, bis sich mein Magen wieder in den Griff bekommen hat. Unfassbar. Lin, Waffenverbesserung oder was? Hier, fortschrittliches Zielfernrohr und... fortschrittliche Magazinerweiterung. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Sonst haben alle tatsächlich zwei Waffenverbesserungen. Hier fehlt auch noch was. Hat noch gar nichts. Okay. Habe aber kein Zielfernrohr mehr, ne? Doch, ein normales noch. Dann gibt es das Zielfernrohr. Gehen wir doch mal kurz ein bisschen durch. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch keinen Stress. Bin gerade am Überlegen. Lin soll ja im Endeffekt auch Ranged Sniper werden. Da können wir ja hier eigentlich direkt die überragende Magazinerweiterung ansetzen. Ich gehe aber auch mal stark davon aus, dass Naxi dann Ranged wird. Wenn wir ihn noch nachziehen. Ich hoffe, dass das alles irgendwie noch klappt. Deswegen gibt es hier dann einfach erstmal die fortschrittliche Magazinerweiterung.
So, und den Mehrlader verkaufe ich irgendwann, weil vom Mehrlader finde ich das irgendwie nicht so prickelnd. So, jetzt stellt sich... Griechisch, ich liebe es. Gyros, Kalamari, Tomatenreis ist auch so mega lecker. So, Frage aber die PKS mit dem Ausweichen. Ich würde fast sagen, PKS können wir jetzt auch beliebig austauschen, dass wir dann dem General einfach die geben. Ich weiß nicht, bei wem Ausweichen ansonsten noch am ehesten Sinn machen würde. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ja, hier. Gehen wir es doch an die von Grenadier zu Grenadier weiter. Wie, du streamst innerhalb der Season und es ist kein Diablo? Ja, das ist korrekt. Weil mir XCOM einfach so mega viel Spaß macht, die Streams. Es macht einfach echt übelst Laune. Und da bin ich auch gerne mal bereit, zum Season-Start ein paar Stunden kein Diablo zu spielen. Und dafür XCOM mit euch. Me like XCOM. XCOM 2 ist auch echt ein großartiges Spiel. Performance mal ausgeklammert. Aber ansonsten allererste Sahne. Kann ich nur so sagen. So, jetzt sind wir aber fertig. Einsatz geht los. Ja, ach so, wie lange ne Stream heute wieder so? Joa, 2 Stündchen, ne? Ungefähr, also 4 Folgen sowas, irgendwie den Dreh, ne? Sky Ranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Das machen wir so. Einsatz starten. Lokale Widerstandstruppen haben uns auf einen Advent-Zug mit einem Datenarchiv voller wichtiger Daten zum aktuellen Projekt der Aliens hingewiesen. Das ist unsere Chance, ihren Fortschritt aufzuhalten. Wir gehen rein, um das Archiv zu sichern. Schalten Sie alle Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Ja, ja. Wir brauchen diese Daten. Alle Feinde neutralisieren und irgendwelche Hemmungsdaten stehlen. Psychologische Hemmungsdaten. Oh, haben die Daten etwa Hemmungen? Wie soll ich sie denn dann retten? Asiatisches Buffet finde ich auch traumhaft. Naja, bei asiatisch ist tatsächlich vieles dabei, was mir so nicht so gut schmeckt. Was ich sehr empfehlen kann, ist indisches Essen. Das ist sehr, also das ist sehr Curry-lastig, aber wer Curry mag, ist in Indien echt gut aufgehoben, essenstechnisch. Ansonsten will ich hier in Hannover schon seit einiger Zeit mal ein syrisches Restaurant antesten, aber irgendwie will da keiner mit und alleine will ich nicht im Restaurant essen gehen. Das ist ein bisschen scheiße. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Heute Abend dafür wieder auf dem TS, oder? Ja, heute Abend wieder auf dem Diablo TS, natürlich. So, ich finde es immer noch doof. Ich weiß nicht, ob es an irgendeiner Fähigkeit liegt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir ständig die Gegner sehen. Oder ist das nur, war das bisher immer so? Weiß ich nicht. Ich meine, irgendwie ist es ja, kann man sich ja denken, dass an unserem Ziel quasi auch ein paar Gegner stehen. Sag mal, die gleiche Map hatten wir doch schon mal in der früheren Mission. Ich weiß es ganz genau. Wir gehen jetzt nämlich alle aufs Dach. Ich habe das übelst fiese Déjà-vu. Erstmal speichere ich aber den Missionsbeginn. Speichern. Und dann geht Nano mal hier hoch. Chinese? Ich hatte einen richtig guten Chinesen im Dorf. Dann ist er weggezogen. Oh, was bildet er sich ein? Moving on target location.
Hallo, Zocknaff. Bane hat zwar die Icarus-Rüstung. Aber vielleicht will ich irgendwann noch mal woanders hinfliegen. Diese Obstfliege. Oh, ich hatte sie in der Hand, aber ich habe es nicht geschafft, sie zu zerdrücken, weil sie so klein war. Sie ist irgendwo dazwischen, irgendwo zwischen meinen Fingern hat sie überlebt. Die Sau. Ich krieg dich noch. Oh. Achso, puh, ich... Ich dachte jetzt gerade, wir seien entdeckt worden. Ja, das steht Bane natürlich gar nicht so gut. Aloha, 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 aloha. Mal nach da. Moving to position. Schabow. Shadow braucht auch unbedingt eine Mobilitäts-PKS. Das geht gar nicht. Ja, und hier ist wieder Grenadier-Action angesagt. Geh mal vorne in die Ecke. Bin am überlegen, ob ich jetzt alle auf Feuerschutz setze. Die Gefahr besteht natürlich, wenn die sich irgendwie einfach nur geradeaus bewegen, dass hier oben Bane entdeckt wird. Dann haben wir natürlich mit... Da haben wir natürlich nicht viele Leute, die den Hinterhalt irgendwie aufbauen können. Weiß nicht, ich probiere es aber trotzdem mal und setze einfach alle auf Feuerschutz. Platzieren können wir uns dann in der nächsten Runde neu. Schön, die gehen nach da. Sehr gut. Der Sektopod walzt schon wieder alles kaputt. So, speichern wir LP1. Ich bin auch noch nicht 70. Ich lasse mir da gerne Zeit. Ja, ich lasse mir mit der Season-Reise dann generell auch Zeit, aber am Season-Abend 70 zu werden, das hätte ich schon immer ganz gerne. Das ist irgendwie so... Bisschen Anreiz und Ehrgeiz für mich. So, die Season soll aber nicht das Thema sein. Da wir hier sowieso keine... keine Killzone haben... Können wir, glaube ich, auch mal noch ein Stück nach vorne gehen. Naja, hat sich irgendwas bewegt. Also irgendwas, der Sektopod hat sich offensichtlich bewegt. Das war nur unschwer zu überhören. So, General, du gehst mal so weit nach vorne, wie du kannst. Denn du wirst vermutlich, ja nur ist ja gut, den Hinterhalt eröffnen, sag ich mal, ne? Die lässt ja. Ich klump jetzt wieder wie Hölle. Aber man muss auch mal klumpen. Sag ich immer.
Wer von euch geht eigentlich zur Gamescom? Hier melde mich freiwillig. Aber nur Mittwoch und Donnerstag. Leider. Wobei das auch, ehrlich gesagt, vollkommen ausreichend ist. Alter, Shadow, beweg dich doch einfach mal ein bisschen weiter mit dem Blue Move. Das geht ja gar nicht. Ich brauche unbedingt ein Mobilitäts-PKS. Eigentlich irgendwie für jeden. Mobilitäts-PKS ist toll. General würde ich gerne, danke. Ich drück mal F5. Was können wir da eigentlich in die Luft? Ja, joa, da steht aktuell noch kein Gegner, insofern macht das noch keinen Sinn. Ach scheiße, ich wollte mir ja immer mal einen Soldaten aufheben für den Fall, noch irgendwie Reste zu clearen. Gut, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich werde ich aber auch irgendwie überleben. Gerade so. So, ich würde schon gern irgendwie das Bäumchen auch mitnehmen. Und das Bäumchen da hinten. Ich glaube, es sieht gut aus so. Grenade up! Der General kann ja auch nochmal schießen. Ne? Oder im Zweifel noch eine Granate werfen. Hä? Doch nicht? Jetzt bin ich gespannt. Jawollo! Könntet ihr jetzt aufhören, auf den Andromedon zu schießen, der... genau. Gut. Das war ein bisschen Overkill, die 13 Schaden eben. Spiel hängt. Perfekt. Big deal. Ja, Mensch, nur noch der Andromedon da. Oh, komm, Shadow, gib ihm einen mit. Yes. Bane jetzt automatisch vergiftet? Er ist eingekreist. Er steht auf dem einzigen Feld, wo kein Gift ist. Das heißt, mit Bane kann ich mich jetzt erstmal ein, zwei Runden nicht bewegen. Was aber auch gar nicht schlimm ist. Der Hinterhalt lief aber wie... zu erwarten war, dass wir den Andromedon wahrscheinlich mit einem Hinterhalt nicht komplett down kriegen. Das war zu erwarten. Aber wir haben ihn mega gut geschwächt. Ja, 5 Lebenspunkte noch. Den kriegen wir jetzt so oder so down. Ach, guck mal, unser Nano hat sich schon den nächsten Stufenaufstieg verdient. Ich würde den Kill jetzt eigentlich gerne dem General geben. Moin Zero. Ey, Bane steht da voll im Dunst. Hostile Terminator. Doch, mit Bane kann ich mich bewegen, natürlich. Ich kann mich nach unten bewegen. Weil wir eigentlich ja die Mauer direkt runterspringen müssten. Nee, ich werde überall vergiftet. Das ist doch scheiße. Ja gut, dann müssen wir mit Bane warten, bis die Säurespur weg ist. Ist zum Glück nicht schlimm, weil Sniper kann man im Zweifel auch ein bisschen mit dem Scharfschützengewehr agieren. Das ist alles nichts Schlimmes. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo müssen wir denn eigentlich ganz genau hin? Da, okay. Ist ja... Schaffen wir ja in 6 Runden
5-mal. So, Shadow, geh mal runter. Order's confirmed. Moving out. Ja, Sektopod, bla, 8 Gegner noch, ne? Sektopod mit 2 wahrscheinlich. Eine 3er und eine 2er Gruppe noch. Irgendwo ist auch noch ein schwerer Mech. Mit dem General gehe ich jetzt aber auch schon mal runter. On your order. Das will ich aber auch meinen, dass du meine Befehle ausführst. Bane hat den coolen Hüpfanzug, der kommt weg. Was? Achso, Bane hat den coolen Hüpfanzug. Stimmt, der kommt theoretisch weg. Auf der anderen Seite, ich würde ihn auch jetzt erstmal hier stehen lassen, für den Fall, dass wir noch Gegner triggern. Ich meine, auch wenn er Revolverheld ist, ist ein Scharfschütze von einer erhöhten Position eigentlich immer gut. Und insofern mit dem Icarus-Anzug können wir immer noch irgendwie darüber jumpen oder so, wenn es mal, wenn es irgendwie eng wird oder so. Aber natürlich, der hat ja den Iron Man-Anzug. Liebe Loha, ich weiß nicht, wenn ich nach da gehe, ob das nicht schon wieder ein Schritt zu riskant ist. Ach gut, wir haben ja noch ein paar Leute, haben wir ja noch, die ein bisschen was ausrichten könnten, ne? Im Zweifel, also können wir das ruhig machen. Gut. Gut, 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 gut. Nummer 5. nach da. Ich gehorche. Vorerst. Dieses Vorerst, ne? Das kann man sich auch sparen, mein Freund. Und die gute Lassie. Wo gehst du denn mal hin? Ist hier Deckung? Ach, guck mal, hier ist Deckung. Das ist ja ein Traum. Absolutely. We've got eyes on the objective. Menace 1-5, hier Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. I've got eyes on Advent Troops. Na, kommt der Mech? Der kommt nicht. Der hat sich auch. Hat er sich bewegt? Er ist im Feuerschutz. Aber bewegen. Ich habe eh nicht vor, mich noch großartig zu bewegen. Wir können aber jetzt mal gucken. Jetzt würde es natürlich fast Sinn machen, sich mit Bane mal hier vorne reinzubringen. Porten vielleicht und hier ein bisschen mit der Konfrontation für Unruhe zu stiften. Feuer mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Ja, das macht natürlich von hier oben keinen Sinn. Beendet auch die Runde. Die Schussserie würde die Runde nicht beenden, okay. Feuere deine Pistole dreimal auf dasselbe Ziel ab. Wir gucken erstmal ganz kurz. (lacht) 13 bis 15. Das heißt, wir haben 10 Schaden garantiert. 10 Schaden garantiert. Okay. Der Schildträger wäre auch cool, wenn der wegkommt. Aber erstmal Mech. Im Zweifel können wir dann mit Elessia mit Sturm und Schuss hier noch ein bisschen was reißen und aufräumen. Das wäre auch nicht das Verkehrteste. Ich frage mich doch jetzt ernsthaft, ob wir das Ding mal dezent in die Luft jagen können. Mech Feuerschutz, ja. Sicherheitshalber mal schreiben, aber ich habe dieses Mal tatsächlich diese Fliege. Es ist unfassbar, selbst dran gedacht. Aber ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter mit Blick auf die Uhr. Ich denke, wir werden das Grüppchen schon irgendwie noch dezimieren können. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich sag bis hier aber erstmal danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.